Werden wir die komplette Abschaffung des Bargeldes noch erleben? Ja, also ich glaube, dass das relativ schnell geht. Es ist eine weltweite Entscheidung, vom Bargeld wegzugehen. Das von wem? Von, ich sag mal, wir reden immer von Demokratie. Tatsächlich haben die Eliten, Machteliten, sehr, sehr großen Einfluss. Das klingt jetzt verschwörungstheoretischer, als es ist. Tatsächlich war es schon immer so, dass die, die über sehr viel Geld verfügen und über große Unternehmen verfügen und denen vorstehen, mehr Einfluss auf die Gesellschaft haben als andere. Und dass die auch untereinander Absprachen treffen, ist auch bekannt. Das sind keine einheitlichen Gruppierungen, das sind Netzwerke von Tausenden von Menschen rund um den Globus. Und alle großen Spiele haben ein Interesse, das Bargeld abzuschaffen. Der Staat, weil er eine viel bessere Kontrolle über die Menschen damit hat. Die Banken, weil sie sich das Bargeld-Handling sparen, weil sie viel mehr Informationen über ihre Kunden haben, weil jede Zahlung dann bekannt ist. Was hat denn die Frau Peschke damit gekauft? Man weiß ganz genau, wer die ist, wie die tickt, was für Medikamente die kauft, auf welcher Seite die unterwegs ist und so weiter. Völlige Kontrolle, damit habe ich Macht. Und das hilft allen der Industrie, das hilft den Banken, das hilft der Politik. Der Einzige, der kein Interesse daran haben kann, sind eben wir, die eben dann diese Macht abgeben. Und wenn wir es schon nicht verhindern können, können wir es noch verzögern? Nein. Aus meiner Sicht ist das Thema entschieden und was wir jetzt sehen, sind einfach nur die Geburtswehen dahin. Es werden auch aus meiner Sicht Kryptowährungen sein. Allerdings werden die nichts mit dem zu tun haben, was wir heute als Kryptowährung kennen, wie Bitcoin und Co., die vermeintlich anonym sind und freiheitlich. Es werden ganz im Gegenteil, es werden staatliche oder zumindest von großen Konzernen herausgegebene Währungen sein, die eine völlige Kontrolle gewährleisten, wo meine Einkäufe von meinem ersten Lutscher bis zum Sarg und Grabstein lückenlos dokumentiert werden und dass diejenigen, die eben da Zugang haben, auch den Zugang zu meinen Zahlungsströmen der letzten 30 Jahre haben. Erstens das und zweitens führe ich diese Diskussion relativ häufig, auch mit meinen Kindern, die das natürlich total cool finden, alles mit Karte bezahlen zu können. Und ich sage dann immer, also dann gibt es auch vom Opa nicht mehr 20 Euro einfach mal so, weil das musst du dann überweisen und dann sieht jeder, was ihr bekommen habt und jeder kann, das stört sie aber nicht. Das stört sie nicht, aber es wird sie stören, wenn die Gesellschaft, wenn diese Kontrolle sich weiterentwickelt. Wenn wir uns anschauen. Flohmarkt zum Beispiel. Gibt's nicht wie soll ein Flohmarkt funktionieren? Auch eine schöne Friseurin kriegt keine 20 Euro mehr für Haare schneiden. Genau. Wenn sie mal der Nachbarin die Haare schneidet. Also all das ist raus. Es kommt so, naja gut, da wird halt schwarz abgeschafft, ist doch gut. Okay, gehen wir aber eins weiter. Schauen wir doch mal nach China. In China wird gerade eingeführt, dieses Projekt, das Sozialpunktesystem. Das heißt, eine vollständige, lückenlose Kontrolle meines Lebens mit Kameras, mit Millionen von Kameras in China, die ständig permanent die Straßenzüge überwachen, Gesichtserkennung, die überprüfen, ob ich bei Rot über die Straße gegangen bin und ich habe 1000 Punkte und sobald ich irgendwo mich fehlverhalte, bekomme ich Punktabzüge und wenn ich besonders Gutes tue, bekomme ich Punktaufschläge. Wenn ich mit meinem Hund, das ist kein Spaß, zu wenig Gassi gehe, bekomme ich Strafpunkte. Wenn ich meine Eltern nicht oft genug besuche, aus Sicht der Partei, bekomme ich Strafpunkte etc. Aus Sicht der Partei, das muss man nochmal sagen. Genau. Und wenn ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, bekomme ich Strafpunkte. Wenn ich mit jemandem in Kontakt stehe, unter meinen Freunden, der zu wenig Punkte hat, bekomme ich Punktabzüge und so weiter und so weiter. Wer zu wenig Punkte hat, der wird gesperrt, der darf keine Flugtickets mehr kaufen, der darf keine Schnellzüge mehr fahren. Der ist nicht mehr mobil. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, wir sind nicht in einer demokratischen Gesellschaft, sondern irgendwo in den fernen Zukunft mit einem neuen Zahlensystem und irgendwann 10, 20 Jahre später haben wir eine aggressivere Regierungsform, die dann sagen, Moment mal, du willst eine Opposition gründen, du verhältst dich nicht regierungskonform. Du darfst mit deinen Kryptowährungen keine Flugtickets mehr kaufen, keine Zugtickets und du kriegst nur noch 20 Liter Sprit im Monat. Du hast praktisch Hausarrest. Und wenn du noch blöder dich dran stellst, dann sperren wir dir auch noch den Internetzugang, dann sperren wir dir auch und du kannst nicht mal mehr was zu essen kaufen, wenn es sein muss, weil du hast kein Geld mehr. Es gibt kein Geld mehr und deine elektronischen Zahlungsmittel können wir dir jetzt so einschränken, wie wir dich einschränken wollen. Wir müssen uns klar machen, auf welchem Pfad wir hier sind. Natürlich fängt das harmlos an, aber es ist klar, wo die Reise mit hoher Wahrscheinlichkeit hingeht. Bargeld ist auch nach unseren Gesetzbüchern das einzig legale Zahlungsmittel. Alles andere auf dem Konto ist kein Geld, sondern nur Anspruch auf Geld. Das einzig legale Zahlungsmittel sind Münzen und Scheine. Ja. Solange ich bar bezahlen kann, solange kann ich überall mir was zu essen kaufen und niemand weiß, wer ich bin. Ich kann mir eine Zeitung kaufen, ich kann mir auch eine kritische Zeitung kaufen, ohne dass jemand weiß, dass ich die gekauft habe. Ich kann mein Geld in Sicherheit bringen, ich kann es abheben und woanders wieder hintragen. Und wie aggressiv seit Jahren die Regierungen gegen Bargeld vorgehen in ihrer Argumentationskette, gegen das einzig legale Zahlungsmittel zeigt, wie wichtig ihnen es ist, das aus dem Spiel zu bringen. Und wenn denen das so wichtig ist, dann muss man sich fragen, warum ist denen das dann so wichtig? Und die Antworten sind leider erschreckend.